Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NOTAM MMA. Israel Adesanya ist die jüngste öffentliche Persönlichkeit, die sich für eine bessere Bezahlung der Kämpfer einsetzt. Dank der zertifizierten Sammelklage gegen die UFC wissen wir, dass die Kämpfer nur 18% der Einnahmen aus einer Veranstaltung erhalten, welche die UFC halt betreibt. Dies steht im krassen Gegensatz zum Mainstream-Sport, bei dem die Athleten mit 50% der Einnahmen entschädigt werden, die sie einbringen. Mittelgewichtschampion Israel Adesanya teilte kürzlich mit, dass er die minimale Bezahlung in der UFC peinlich findet. In einem kürzlich geführten Interview hat er richtig rausgehauen und erklärt, wie viel ein normaler UFC-Fighter eigentlich so verdient. Also wenn es euch gefällt, schnallt euch an, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, und jetzt viel Spaß bei diesem Video, Freunde. Ein Typ, der in seinem ersten Kampf der UFC ist und diesen bestreitet, sollte nicht für, na, sie wissen schon, was auch immer, 12 oder 10 Riesen kämpfen. Also 10 bis 12.000 Dollar verdient ein UFC-Fighter, der seinen ersten Kampf bestreitet. Ja, so 10 bis 12, so etwas in der Art. Dafür sollten sie nicht kämpfen. Sie sollten darum kämpfen, genug zu verdienen, um ihre Manager zu bezahlen, um sie einfach wirklich komplett zu entlasten, um in der Lage zu sein, Vollzeit zu trainieren und nicht einen zweiten oder dritten Job annehmen zu müssen. Das ist einfach peinlich für den Sport, finde ich. Es ist peinlich für die UFC, dass ein Hochleistungssportler so etwas tun muss. Ich sage nicht, dass man Debütanten ein verrücktes Geld zahlen soll. Ich sage nur, dass man ihnen genug zahlen soll, damit sie trainieren können, damit sie ihre Familien ernähren können und nicht einen zweiten oder dritten Job haben müssen. Dank der Aufmerksamkeit, die Francis Ngannou und Jake Paul auf das Thema lenken, erhält die Frage der Bezahlung von Kämpfern derzeit viel Aufmerksamkeit. Die Diskussion ist es mehr als wert, wenn man bedenkt, dass es eine langjährige UFC-Fangruppe gibt. Es ist auf jeden Fall einfach mega, mega wichtig, und sie sich einfach bewusst sein müssen, dass manche Kämpfer wenig verdienen. Einer dieser Fälle ist der berühmte Rapper Snoop Dogg, der sogar als Kommentator für Dana Whites Contender Series fungierte. Snoop Dogg scheint zu glauben, dass die Kämpfer mindestens 1 Million verdienen, im Gegensatz zu den 10.000 Dollar. Stellen Sie sich vor, wenn diese zum Beispiel UFC-Kämpfer versuchen. Wenn jemand der bei Contender Series gewinnt und einen Vertrag für 3 Kämpfe bekommt, und dann bekommt er noch 3 Kämpfe und jetzt hat er 20 bis 30 Millionen und 2 Jahre später hat er 0, weil er nicht wusste, wie er es positionieren sollte. Im Jahr 2020 verdient der durchschnittliche Kämpfer ungefähr 150.000 Dollar im Jahr, was eine Steigerung von 0,88% ist gegenüber dem Durchschnittsgehalt vom Jahr 2019. Nur 219 Kämpfer in der Liga, das sind etwa 38% aller Athleten in der UFC, verdienten 6-stellige Gehälter. Der Politiker Andrew Young hat bereits 2018 getwittert, dass er eine gewerkschaftliche Organisation unterstützt. Dana White krete ja darüber, dass die UFC über 7 Milliarden Dollar wert ist, währenddessen verdienen UFC-Kämpfer nur 12.000 Dollar pro Kampf, die gerade in der UFC angefangen haben. Das ist krass. Israel Adesanya hat hier seine Meinung klar und deutlich gesagt. Schreibt mir eure doch mal gerne auch in die Kommentare. Lasst uns diskutieren, lasst mir ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal hier bei NOTAM MMA.